So, na, dann warte mal. Dann weiß auch nicht. Warte mal, vielleicht gibt es hier irgendwo einen kleinen Gang, den wir noch nicht entdeckt haben. So à la Nautilus, weißt du? Vielleicht haben wir da Glück. Aber eigentlich, wir müssen ja irgendwie da rüberkommen. Glaube ich. Gibt es hier Nautilus-Gänge? Nö. Auch nicht. Hier nochmal. Das ist halt komisch, dass man hier nicht durch diese Tür durchkommt. Das wäre natürlich am allernaheliegendsten eigentlich. Hm. Tja. Weiß auch nicht. Bei den Pilzen vielleicht. Ah! Bei den Pilzen haben wir einen Nautilus-Gang. Okay. Erstmal verwandeln. Die Frage natürlich, ob jetzt das der richtige Weg ist. Wir gucken mal. Einmal hier durch. Krabbeln. Kribbel, 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 krabbel. Hallo, ist hier jemand? Ih, da ist ein Echsenmensch. Da ist noch ein Echsenmensch. Das ist doch scheiße. Warte mal, ich. Affe ziehen. Warte. Hier bin ich, du Penner. Nimm dies und das. Oh, der haut aber gut zu, der Stab. Aua. Schnauze, 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 Schnauze. Au. Was? Moment, das können wir aber besser. Vielleicht sollte ich vorher nochmal einen Heiltrank nehmen. Aber ich glaube, ich habe mich beim Speichern schon verwandelt, ne? Jep, habe ich. Hm. Ja, wenn die so fett ausholen, dann kritten die offenbar. Hallo. Warte doch mal, ich bin noch gar nicht so weit. So, einmal. Oh, so. So. Oh nein! Alter, macht das viel Schaden. Okay. Warte mal, wir müssen das irgendwie anders regeln. Aber wie? Also zaubern wird darin schwierig, weil ich dann nämlich noch die anderen Echsen mitpulle. Hier, komm, ich versuch's nochmal. Ansonsten müssen wir halt wirklich nochmal einen Heiltrank uns vorher reinschnabulieren. Warte doch mal, du Penner! Aua! Echert hier. Na komm ran. Vorher irgendwie leichter. Oh. Nein. So low, ich kann auch nicht Heiltrank trinken, weil das dauert zu lange. Dann werde ich wieder live. Ach, scheiße. Komm. Egal. Wir nehmen jetzt einfach nochmal einen Heiltrank. Ja, ich werde einfach, genau, Heiltrank reinschmeißen. So, warte mal. Oder haben wir noch so einen Verjüngungstrank? Kann man auch noch. Dann nehmen wir den. Oh, einmal. Und nochmal. Was ist das hier? Erfahrung plus 100. Nehmen wir auch mal. Lebensenergie plus 10, ja. So, und dann haben wir ein paar kleine Heiltränke hier. Einmal. Und nochmal, damit wir wirklich komplett voll sind. So. Speichern. So. Natürlich ein bisschen ungünstig, dass da direkt hier so ein Typ steht als Magier. Echt scheiße. Wir können ja mal versuchen, durchzucasten. Wird bloß, glaube ich, nicht. Hier. So. Ist halt echt unfair, ne? Aber so ging's. So, kurz vollheilen. Schakka. Und dann knöpfen wir uns noch den da vorne vor. Hallo. Oh, das war daneben. So, hallo. Oh, das sind zwei. I. Das sind drei. Was? I. Warte mal, ich gehe mal hier lang. Warte, Kante im Weg. Kannst du was fressen hier? Ich hoffe, hier sind nicht noch mehr. Oh, aua. Weg. Einen Heiltrank nehmen. I. Auf damit. Aua. Level up, sehr gut. Trotzdem gleich tot. Immer Heiltrank. Schnell. So, dann gehen wir einmal hier in den Gang. Oh. So, und dann haben wir kein Mana mehr. Ganz toll. Warte mal. Ja, komm doch her, du Penner. Aua. Oh. Einer geht noch. Okay, Freund, das war echt anstrengend. Das war echt mega anstrengend gerade. So, erstmal bei Heiltränke, Echsenschwert hier. So, Heiltränke. Nehmen wir die mal rein. So, komm, dann ziehen wir uns mehr so einen Heiltrank rein. Ah, nehmen wir nochmal so einen großen. Oh, und einen Mana-Trank. Chaka. Speichern.
So, die Frage ist, was hat uns das jetzt eigentlich hier gebracht? Sind wir jetzt am richtigen Ort oder nicht? Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus hier. Hier ist ein Hebel. Aha. Einfach mal dran ziehen. Natürlich. Ein dunkler Gang. Ich mache mal eine Fackel an. Hallo, ist da jemand? Ich will mal rumwinken hier. Nee. Was haben wir denn hier noch Feines? Noch ein paar Kristalle. Hier ist nochmal ein Hebel. Ah, ich verstehe. Das ist jetzt der normale Weg wahrscheinlich. Oder? Ja, genau, genau. Jetzt sind wir hier, alles klar. Ja, wunderbar. Wollen wir nochmal speichern. Das heißt, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den Weg freigeräumt sozusagen. Immer noch die Mana-Pilze weg. Und dann gehen wir mal durch diesen komischen Extragang. Extragang. Und eine Kiste haben wir auch noch. So. Ein Lichtzauber, ja, ganz toll. Könnt ihr mal nebenbei erzählen, was ich mir überlegt habe, was wir als nächstes Let's Playen nach Risen, weil ich glaube, Risen wird nicht mehr allzu lange gehen. Soll ich das mal erzählen? Mehr ist nicht zu holen. Noch ein bisschen unschlüssig. Egal. Wir werden darauf nochmal zurückkommen, wenn es dann soweit ist. Ich habe mir aber schon Gedanken gemacht. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, kann ich eigentlich noch dran ziehen? Nee, auch nicht. Okay. Ja, also ich habe mir auf jeden Fall da schon mal Gedanken gemacht und habe schon eine super Idee. Guck mal, ob ihr die auch dann super findet. Eine Winde. Ah ja. Aber der war ich doch schon dran, oder? Oder? Okay, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Also jetzt stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Weil das Gitter ist nämlich immer noch da. Stehe ich auf dem Schlauch? Warte mal. Ist auch scheiße kompliziert gemacht, ey. Ja, hier waren wir nämlich schon, ne? Das ist der normale Gang. Also die Winter hier, die haben wir, glaube ich, schon umgelegt. Ich kann ja einfach nochmal dran drehen. Schadet ja nicht. Ich bin der Meinung... dass wir die schon hatten. Ich musste kurz leise sein, das ist gerade so ein lautes Motorrad draußen lang gefahren. Aber schauen wir einfach mal, ob jetzt das Gitter... Nee, ist immer noch da, genau. Hä? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Was hat es denn mit diesem Gitter hier auf sich? Ach so, jetzt habe ich die Tür wieder zugemacht. Warte mal. Da müssen wir also nochmal dran drehen. Und dann geht das wieder auf. Da muss der Weg ja irgendwo anders lang gehen. Hä? Dieses komische Labyrinth, das ärgert mich. Weil das ist wesentlich, wesentlich komplizierter als der ganze andere Kram, den wir machen mussten. Oder ich bin wirklich zu blöd, aber eigentlich, also so blöd bin ich noch auch nicht. Komm, nochmal dran drehen. Ja. Aufdrehen. Oh, noch einmal. So, jetzt dürfte auf jeden Fall das Steintor wieder offen sein. Dann müssen wir ja hier irgendwas übersehen haben. Oder? Oder? Also auf jeden Fall ist hier noch eine Truhe. Da waren wir noch gar nicht dran, ne? Oh. Nein. Nochmal, so. Ach. Also links, links, rechts, rechts, links, rechts. Der Titanenbogen, natürlich. So. Wollen wir den eigentlich benutzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Bonnbogen. 80 Geschicklichkeit, alter Schwede. So, was haben wir hier? Ja, nichts besonders Tolles auf jeden Fall. Gut, ja. Oder weniger gut. Ich speichere nochmal. Also irgendwo muss es hier noch weitergehen. Aber wo? Wo ist der Weg? Ich muss den Weg finden. Irgendwo hoch. Auch nix. Tja, dann gibt's noch hier diesen lustigen Gang. Aber hier waren wir ja auch schon dran. Das ist ja hier ganz normal, der kleine lustige Weg und so. Ja, kacke, ne? Obwohl ich gerade noch eine Idee habe.
Warte mal. Wir können mal was probieren. Vielleicht hat es was mit dem Hebel da hinten auf sich. Das kann natürlich sein. Ich teste mal was. Ich drücke hier nochmal aufs Knöpfchen. So, zack. Ich will nur wissen, ob das was mit dem Tor hier allgemein zu tun hat. So, nochmal. Okay. Dann nochmal. Nee, hat's nicht. Okay, dann... Puh. Ja, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich bin zu doof dafür, für dieses tolle Rätsel. Achso, das ist der Kram hier, ne? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Achso, warte mal, ist das Tor hier zu? Das muss ich nochmal aufmachen. Ich würde gerne nochmal da gucken gehen. Immer noch zu, okay. Dann nochmal. Fackel aus, neue an. Hallo, Fackel? Ja, hier ist auch noch zu. Gibt es hier vielleicht noch so einen Nautilusgang? Noch gar nicht geguckt, ne? Bisschen versteckt leider. Nee, hier ist aber auch kein Nautilusgang. Wir müssen halt irgendwie da rüberkommen. Die Frage ist nur, wie. Wie kommen wir denn da rein? Ich denke mal, dass wir da hin müssen, obwohl eigentlich ist es halt auch wieder Quatsch, ne? Ich vermute, wir müssen darüber. Aber ich weiß nicht wie. Oh, das ist schon sehr, sehr frustrierend. Das ist wirklich sehr, 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 sehr frustrierend. Hey, du da! Weißt du zufällig, wie ich darüber komme? Hier auch kein Nautilus. Ja, da müssen wir wirklich nochmal jetzt die ganzen Gänge absuchen nach Nautilus-Gängen. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Okay, machen wir das einfach mal. Es bringt dir alles nichts, also. Also generell, hier ist kein Nautilus-Gang. So. Na gut. Dann drücke ich jetzt nochmal hier aufs Knöpfchen. Und mache uns mal den ersten Gang auf. Chaka. So, jetzt ist der Gang hier offen. Und der ist offen. Und die beiden sind zu. Okay. Jetzt sind die beiden zu, ne? Ich bin so ein bisschen still, weil ich nachdenken muss, aber ich komme nicht drauf. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Irgendwas wirklich Relevantes müssen wir irgendwo übersehen haben. Also ich. Ihr habt es natürlich schon längst erkannt wahrscheinlich, aber ich habe es übersehen. Auch Hilfe. Es muss ja auch irgendeine Bewandtnis haben, dass wir jetzt hier an diese Winde rankommen, obwohl die Türe ja eigentlich zu sein müsste. Ach nee, warte mal, die ist gar nicht zu, ne? Oder? Nee, die ist offen. Und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke. So, jetzt ist die Türe hier wieder zu, ne? Genau, die ist zu. Und jetzt ist stattdessen das hier offen. Und das ist zu. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein. So, warte mal. Bisschen gucken. Also, Nautilusgänge haben wir hier auch keine. Uah. Achso, habe ich glaube ich schon deaktiviert, ne? Ja, ist deaktiviert. So, hier ist die Winde, das ist klar. Und da ist ein Hebel. Der ist zum Deaktivieren von diesem Teil. Wenn ich die jetzt nochmal, wenn ich das daran einfach nochmal drehe, wir können mal gucken, was da passiert. Aber ich glaube, das ist einfach nur nochmal das Steintor. Das heißt, es gibt zwei Steintore.
Und das komische Gitter. Machen wir das Ding wieder auf. Gut, er kann... Na gut, er braucht beide Hände dafür, deswegen muss ich die Fackel wegschmeißen, okay. So, Fackel.